Von den Muthöfen zum Hochganghaus. Oberhalb von Meran liegen die Muthöfe. Die heute gezeigte Tour führt über den Hans-Frieden-Weg zunächst zur Leiteralm, dann zum Hochganghaus und dann in einem langen Abstieg bis nach Patschins. Das ist der Blick über Meran vom Felsenweg aus. Ich bin früh mit dem Bus nach Dorftirol gefahren und habe von dort aus die Seilbahn genommen. Unterwegs wurde mir aber bewusst, dass oben bei den Spronser Seen schon Schnee liegt. Meter hoch. Deswegen habe ich beschlossen, über den Felsenweg zum Hochganghaus zu gehen. Ja, da hinten sieht man dann, wie der Weg weitergeht. Kann man mal ein bisschen dran. Jo, dann zoomen wir mal zurück nach Meran. Auch wenn man da nicht besonders viel erkennen wird von der Stadt mit dem Weitwinkel. Man sieht den Pinegal da mit der Spitze rechts. Ja, ist ja auch cool, wie das hier aussieht. Rutscht vielleicht bald ab. Lahm, aber ich will jetzt unbedingt mit dem leichten Gegenlicht noch mal sehen, was jetzt mit dem Polarisationsfilter so Sache ist. Den Weg, wie er sich so entlang schlängelt. Und hier unten kommt er entlang.
Und hier geht's weiter. Ein, zwei. Aber nicht weniger Licht. Mal sehen, wie sich das mit dem Filter macht. Ich hatte sonst immer den Eindruck, dass die Kamera sich mit dem Fokussieren dann etwas schwerer tut. Ich erreiche die Leiteralm und mache dort eine kleine Frühstückspause. Allerdings bin ich dort nicht der Einzige und habe am Schluss keine brauchbare Aufnahme. Hier hat man die alte Strecke mit diesen Blocksteinen ersetzt durch einen Weg, der erstaunlich bequem zu gehen ist. Ich bin nicht traurig drum. Ja, hier sieht man nochmal alten und neuen Weg kurz nebeneinander. Der neue ist wirklich viel einfacher zu gehen. Richtig Arbeit reingesteckt worden mit diesen Ablaufrinnen. Diese Treppchen hier, das sind so das wiederkehrende Merkmal dieses Abschnitts seit der Leiteralm. Heiß, aber schön gemacht. Die Treppen sind manchmal auch so schon ein bisschen rutschig und glitschig, wenn dann noch Schnee und so zurückfrierendes Eis drauf ist. Na Pappe, schon wieder die nächste Steintreppe. Und dieser schmale Durchgang durch Felsen.
schöne Stelle. Aus. Mal sehen, wie es von der Hütte aus dann weitergehen kann. Wo das Helle ist, wo die Sonne auf den Schnee scheint, da könnte man vielleicht die Hütte dann schon sehen. Das wäre jetzt eine ganz gute Motivation, auch wenn ich nicht denke, dass die Hütte irgendwie offen hätte. Hier sieht man nochmal die Lage des Hochganghauses vor den Spronser Seen. Das kennzeichnende Geräusch einer gelungenen Mittagspause. Weiß ich aber auch, warum ich das beim letzten Mal überhaupt nicht erkannt habe. Da hinten ein paar Chins, was war das denn vorhin? Blockstein, nass und vielleicht noch Eis und dieses grüne Zeug hier eben drauf. Will mir hier ja nicht die Knie komplett kaputt hauen, ey. Moin, moin, werde ich Muskelkater haben wie sonst was oder übermorgen.
Ohne Schnee ist es wesentlich wärmer und angenehmer. Hier mache ich nochmal eine kurze Pause und fülle meine Wasservorräte auf. Nee. Und da unten, irgendwie 50 Meter weiter den Berg runter, was man jetzt gerade nicht sieht hier, da hat einer einen Swimmingpool. Auch cool, diese unterschiedlichen Gesteinssorten, die es hier gibt. Ja, so eher was feinkörnig-granitiges und das hier, ja, Kalkstein ist es auch nicht. Granit oder ziemlich viel halt auch Quarzanteil. Und von denen liegen hier. Eine Stunde noch. Oh. Und angenehm warm von der Temperatur her. Aber so steil abwärts geht's jetzt immer noch. Mir tun schon die Muskeln unter den Knien ganz gut. Schon überlegt, ob ich da nicht ein Zimmer nehme in dem Kurhaus. Aber ist immer die Frage, wie kommt man denn da überhaupt hin? So, die letzten Schritte abwärts und verdammt nochmal, da wird ja irgendwo eine Busstation kommen. So, Luftlinie bis nach Patschins, 1 Kilometer. Aber es zieht sich und das zeckt echt in die Knie, weil es natürlich auch echt steil ist und